Komm zu Islamstudium, da wird es richtig abgehen, sage ich mal. Da werden wir strukturiert lernen in jeder Wissenschaft. Wir bauen den Studenten auf, in jeder Wissenschaft ein Büchlein aus dem Arabischen. Ich mache nichts aus deutschen Büchern. Du wirst von mir kein deutsches Buch haben. Ich gehe zu den arabischen Büchern und du kriegst pures Wissen von den Gelehrten. Okay? Ich überlege sogar das Studium von Ibn Uthaymin zu nennen. Warum? Weil er hat super Kurzbücher in mindestens vier Wissenschaften. Er hat ein Buch in Usul Fiqh, Methodenlehre. Ein gleiches Buch hat er in Hadithwissenschaft. Dann hat er ein Buch in Usul Tafsir, Grundpfeiler des Tafsirs. Und in Namen und Eigenschaften Allahs. Aqid al-Hamawiyya von Ibn Taymiyyah hat er zusammengefasst. Und dann hat er ein Buch, das heißt Kitabul Ilm. 300 Fragen rund um das Wissenserwerb und Benehmen etc. Wenn wir diese fünf Bücher durchnehmen, hast du einiges an Wissen. Und alles basiert auf Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin war kein kleiner Student, ein Großgelehrter gewesen. Und ich gucke noch, was ich von ihm finde, sodass unsere komplette Wissensreise auf seiner Bücherei basiert. Und vielleicht hole ich noch Imam Sa'di rein, sodass wir kombinieren zwischen Imam Sa'dis Bücher, der Scheich von Ibn Uthaymin, und Ibn Uthaymin. So schließt du ein Studium ab von einem Gelehrten. Ich bin nur der Rohr, der euch das weitergibt. Inshallah wa ta'ala. Macht Dua, dass das zustande kommt. Allahumma amin. Möge Allah euch alle belohnen. Macht Dua für euch gegenseitig. Salawat aussprechen diese Nacht auf den Propheten Muhammad. Kann man sich jetzt schon anmelden? Ja. Und werden die Schüler auch Bücher haben bzw. besorgen müssen? Wir haben leider noch keine Bücher. Diese Sachen brauchen wir fleißige Hände, fleißige Brüder, fleißige Schwestern, die mitschreiben, die dann was ins Leben rufen, dieses Studium beispielsweise dann zusammenfassen von dem Buch. Und dann tun wir das übersetzen und können dann Bücher. Wie gesagt, Islamstudium steht in den Anfängen, in den ersten Schritten. Genau. Vorwissen habe ich ja gesagt, du musst die ersten drei Level durchlaufen. Zurzeit ist Level 1 frei. Wenn du gehst auf Islamstudium, Level 1 ist freigeschaltet, Level 2 und 3 ist noch in Bearbeitung. Hast du diese drei Level durchlaufen? Das sind Vorträge von Sheikh Nail, von meiner Wenigkeit und anderen. Das ist so Grundbasis, was du drauf haben musst. Und dann darfst du hoch in die nächste Liga. Und dann wirst du wirklich als Student ausgebildet, dass wir dir erstmal so einen fruchtbaren Boden geben in allen Wissenschaften, die ein Student braucht. Usul Fiqh, Qawaid Fiqh, Hadithwissenschaft, Benimmregeln, Tazkiyah, Tafsir, Koranwissenschaften, Usul Tafsir und so weiter. Ja, Bruderherz, Nail, ich mache ja Unterricht aus dem Arabischen, ich rede doch Deutsch. Wenn hier steht, schau mal, beispielsweise. Wir kommen zum Kapitel, ich werde ja nicht Arabisch sprechen, ich übersetze dir doch das alles. Okay? Ich übersetze doch, was der Scheich sagt. Wenn er hier sagt, Kapitel al-Ijma, Kapitel Konsens. Was hat es damit auf sich? Dann sagt er, Al-Ijma'u lughatan. Ijma' bedeutet sprachlich gesehen Al-Azm wal-Ittifaq. Entschlossenheit und Versammlung. Wasdilahan und islamisch gesehen Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-Ummah ba'da an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hukmin shar'i. Was heißt Ijma' islamisch gesehen? Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-Ummah. Es ist die Versammlung auf eine Sache. Der Mujtahidun, jetzt schnell gefreestylt, der Mujtahidun, dieser Ummah nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf ein islamisches Urteil. Das ist Konsens. So wird Konsens islamisch definiert. Dass sich Mujtahidun einigen auf ein Urteil. Diese Mujtahidun kamen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das schreibst du auf Deutsch auf und lernst auswendig und wirst geprüft. Das meine ich mit Arabisch-Deutsch. Dass du weißt, das Wissen kommt von Ibn Uthaymin und nicht von meiner Nase herausgezogen. Ich kann das Studium nur empfehlen, bin bei Lektion 3, verstehe das Gebet. Alhamdulillah. Das ist ja meine Playlist, glaube ich, verstehe das Gebet. Ist ein Teil des Studiums Koran auswendig lernen bei dir? Wir werden auch einführen, Koran auswendig lernen und rezitieren. Dann kriegst du einen Teil des Korans, den musst du vorher vorlesen. Du liest deine Seite, ich verbessere dich. Wenn du sie richtig lesen kannst, sage ich, geh und lerne sie auswendig. Und dann bist du frei. Komm nach einem Tag, komm nach einer Woche. Und dann tragst du sie vor, dann gebe ich dir einen Haken, nächste Seite und so weiter. Nein, hab schon verstanden, alles auf Deutsch gehalten wird. Ich meine nur, allgemeine Bücher für Schüler wäre echt schön. Dann hat man das auch zu Hause. Wie gesagt, diese Bücher gibt es ja nicht auf Deutsch. Die Bücher von Ibn Uthaymin gibt es nicht auf Deutsch. Deswegen sage ich ja, wenn ein Student das alles mitschreibt, was ich da sagen werde, dann können wir das ja als Buch direkt übersetzen, in ein Lektorat abgeben und dann hat Islamstudium auch
die Bücher von Ibn Uthaymin. Und dann kann man in Zukunft direkt aus dem Deutschen vorlesen. Also ihr seid auch irgendwo ein Teil dieses ganzen Projektes, ihr Studenten, die sich jetzt da anmelden. Wir wollen da was Großes auf die Beine stellen und dieses strukturierte Lernen einführen in Deutschland und nicht dieses einfach mal hier und da bei YouTube und dann da mal ein Seminar und durcheinander. 10 Jahre sind vergangen. In 10 Jahren hättest du ein starker Prediger selber sein werden können. Okay, Jungs, machen wir langsam Stopp. Möge Allah, sagt er, nützlich, Amin, Abu Yunus. Kann man noch Koran-Studium auswählen, Ustad? Ja, bestimmt. Du musst nicht alle Wissenschaften lernen. Wie trägt man es vor? Kann man die Seite auch Audios machen? Das ist alles noch in Bearbeitung. Mach dir darüber keine Sorgen. Wir haben ein super Team im Hintergrund. Darüber mach dir keine Sorgen. Barakallahu fikum. Ja, alle Geschwister. Subhanakallahu bihamdika. Gucken wir mal, wann wir uns nächstes Mal live treffen. Schreibt mir, wenn ihr über irgendwas hören wollt, über Wissen, Wissenserwerb etc. Schreibt mich an auf das gute Wort in Instagram und dann kann man wieder so ein Live machen.